Hallöchen und Fing und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Craft Attack 3. Und der G-Time, der hat unbedingt gesagt, oh komm mit meinen Kills, doppelt CS, ich hab was vorbereitet. Und deswegen starte ich schon mal die Aufnahme, geh hoch in seinen Channel, der livestreamt nämlich gerade und dann gucken wir mal, was der so gemacht hat. Irgendwas hat der nämlich für mich. So, da ist Kevin, guten Tag. Hallo Early Boy, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut und dir? Ja, mir geht's auch gut. Nach der Aktion heute Morgen geht's zwar nicht so gut, das fuckt mich tierisch ab, aber... Ne, das ist die 1.9. Gut, ich komme auf den Server. Wann hast du denn vorbereitet für mich? Sei mal her. Ich hab dir das ultimative Survival-Paket. Was zur Hölle ist denn hier los? Ich hab dir das ultimative... Was zur Hölle? Alter, Kevin, was hast du gemacht? Das ist das ultimative Survival-Paket. Damit wirst du ab sofort überleben. Lieber Early Boy, ich kann mich noch ganz genau an den letzten Sommer erinnern. Es war ein strahlend blauer Himmel und so warm. Du hast hart an deiner... Moment. Du, ja, es leckt gerade irgendwie. Kann das sein? Nö, bei mir leckt es nicht. Also bei mir ist eigentlich auch das Internet okay. Kann sein, dass der Teamspeak wieder rumspinnt. Leck ich denn bei dir, wenn ich rede, so zwischendurch? Nö, eigentlich nicht. Ja, jetzt geht's auch, glaube ich, wieder. Du musst das jetzt miterleben. Ich habe keine Ahnung was, aber guck mal, ich komme auf den Server. Kevin hat etwas vorbereitet für mich. Ich habe keine Ahnung was, aber ich wollte dich daran teilhaben lassen. Pass auf. Da stehen ganz viele Nachrichten. Lieber Early Boy, ich kann mich noch ganz genau an den letzten Sommer erinnern. Es war ein strahlend blauer Himmel und so warm. Du hast hart an deiner Plattform gearbeitet. Doch das Leben meint es nicht so gut mit dir. Du Stopp. Armer Kerl. Sneak, ja? Hast du jetzt weiter nach rechts lassen, weil du die ganze Zeit am Lesen bist. Du darfst deine Falle, dass du runterfällst. Ich sneake. Ich kann dir nicht runterfallen. Okay. Du wurdest von Zombies gejagt, von Skeletten beschossen und von Creepern in die Luft gesprengt. Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, da... Was? Dass du da rumschreist wie meine Oma, wenn sie sich die Füße raspelt. Ich dachte mir, weil du armer, hoffnungsloser, trauriger, vom Pech verfolgter Lappen, unfähiger, trotteliger, nutzloser Schrei. Hallo, meine Hilfe brauchst, werde ich Kevin, aka Gamers Time, die Legende. Ah, ne, Moment, wie war der Ton nochmal? Überleckt bei mir irgendwie. Ich weiß nicht warum. Wie war denn der Ton von John Cena? Ich weiß das gar nicht mehr. Irgendwie, das geht so. Irgendwie so. Ich weiß nicht. John Cena-Team, keine Ahnung, der liebe, nette, charmante, dynamische, flexible, faire, großzügige. Ach, da geht's noch weiter. Großzüge dir helfen. Du erhältst mal unglaublich Survival-Paket. Early Boy, warte mal ganz kurz. Ich connecte mal ganz kurz in den Teamspeak neu. Komm, ja? komm einfach in mein Teamspeak. Okay, komm, wir gehen in deinen. Damit überlebt selbst ein unfähiger Early Boy. Sowas mache ich gerne für meine Freunde, Gamers Time. Jetzt bin ich aber echt mal unglaublich gespannt, was da jetzt auf mich wartet. Kevin, hörst du mich jetzt besser? Ja, du musst einfach mal lesen, weil eben warst du immer wieder zwischendurch abgehakt. Ich hab fertig gelesen, ich hab durchgelesen. Aber du bist immer noch bei mir so abgehakt. Weiß ich nicht, eigentlich dürfte nicht. Also ich lag nicht, also mein Ping ist gut. Meiner auch, das ist das Komische da dran. Kann ich da schon reingehen, Kevin? Ja, du kannst da reingehen. Ich versichere dir hundertprozentig, da sind keine Fallen, gar nichts. Also ich werde darin nicht verrecken. Wenn du stürzt, muss ich dir ein Stack Diamanten geben, okay? Wenn ich sterbe, musst du mir ein Stack Diamanten... Huhu, Rainer! Wenn du an der Falle vor mir stirbst jetzt, ne? Warte, ich komm zu dir. Kevin, was ist das? Das ist deine Burg, das ist Early Town. Hashtag du Petrit. Da gehe ich gleich rein. Ich muss einfach... Du hast mir eine Burg? Die Burg sieht aber so aus wie die von Petrit, ne? Wieso? Ich finde die schön, die Burg. Ja, die ist aber ganz cool. Ja, die ist ganz cool. Die ist zwar aus Cobblestone gemacht, also Kevin, da hättest du mehr Design rein. Nein. Ich finde die ist cool. Und die vorne steht ein Schild, das gucke ich mir gleich schon aus. Habe ich aber gerade eben kurz in der Streamboard mir das gespoilert. Da habe ich das gesehen. Was mit Leute, ich weiß nicht, warum es leckt. Keine Ahnung, ob das irgendwo anders dran liegt. Aber Early Boy und ich, wir haben beide einen guten Ping. Keine Ahnung, warum. Ja, ich habe einen sehr guten Ping zum Teamspeak. Also, mir soll es nicht liegen. Hashtag du Petrit. Wieso du Petrit? Das war gestern ein Hashtag. Bei Petrit im Livestream. Deine unfähige Rüstung, Gruß Gamers Time. Unfähige Sachen für Early Boy. Oh, Fortune 2 und den Fisch. Alter, meins. Kevin, was ist. Alter. Das, was zu essen? Scheiß auf Hühnchen. Ich werde Vegetarier. Oh. Oh, Kohle. Oh, geil. Und oh. Oh, goldene Äpfel. Oh, oh, Eisen. Oh, oh, oh. Oh, ehrlich, so viel Waffe. Die ist viel besser. Early trifft eh nicht, doch, ich treffe immer. Hier, guck, zeige ich dir. Da, getroffen. Aua, bist du behindert? Der ist so nett zu dir. Er hat, das steht auf dem, guck drauf, da steht Early trifft eh nicht. Ich hab das getroffen, ich wollte es nur beweisen. Aua! Wo ist das?
cool. Jetzt kriegst du Erziehungsschellen. Nix Erziehungsschellen. Boah, ist das geil. Warum kann ich die nicht abnehmen, die Rüstung? Mit Rechtsklick, aber du musst eine Hand haben. Und die Sachen sogar. Tittenpanzer. Unfähiger Holzkopf. Unfähiges Kacko. Unfähige Kackhose. Und unfähige Käsefüße. Boah, die ist cool. Da brauche ich meine gar nicht mehr. Boah, die ist cool. Ich habe eine Basis. Ich habe eine Geheim. Nee, sie ist geheim. Ist sie nicht. Aber wie? Hä, wenn ich sterbe, musst du mir. Hä? Ja, ich meinte jetzt, wenn du stirbst, weil hier eine Falle ist oder so. Ach so. Schade, ich dachte jetzt immer, wenn ich wollte mich gerade umbringen. Hier, ich habe sogar was für Revi gebaut. Geh mal auf Revi seinen Balkon. Dann kannst du das sehen. Moment, hast du irgendwo Holz? Ich habe jetzt kein Holz gerade bei mir. Leider nicht. Ich würde mir nämlich gerne Fackeln basteln, aber ich habe kein Holz für Fackeln. Oh, ich habe eine Diamond Pickaxe mit Fortune, Bitches. Ja, ich habe mir gedacht, weil du heute Morgen so oft gestorben bist, helfe ich dir jetzt mal ein bisschen. Das für mich durch. Das ist nett. Boah, wenn die das Leute, sieht, die, ne? Leute, die Leute sind ja der Meinung immer, dass ich dich hassen würde. Ja, wir hassen uns doch auch. Ja, auch aber wir lieben uns auch. Wir schlagen uns immer gegenseitig, weil wir uns so sehr hassen. Wir hassen uns so sehr, ne? Also, jedes Mal das Gleiche. Ich schlag Kevin jedes Mal einen auf die Schnauze, er mir auch, wenn wir uns sehen. Ja. Wo bist du jetzt gerade hin? Ja, ich komm. Ich bin hier unten, hier, wo du... Hattest du hier unten nicht mal auch schon so eine Burg gebaut? Ja, aber die musste ich ja wieder abreißen, weil Revi sonst ausgerastet wäre ganz. Aber ich glaube, du kannst das Schild auch von hier aus schon lesen. Kannst du Tag machen? Dann müssen wir schlafen gehen. Aber Klim ist online, der Lappen. Klim, geh mal schlafen. Boah, oh Gott, was ist denn los? Oh Gott, in Revi seinem Haus ist ein Creeper. Ich muss gucken, wo hier Bett ist. Ja, ansonsten locke ich mich auch aus, wenn er sagt, er liegt. Jetzt, wir gehen dann schnell raus. Noch habe ich mir nicht gespoilert. Hier ist noch ein Hühnchen. Okay. Er ist im Bett. So. Er ist stark. Okay. Kevin, was erwartet mich? Jetzt guck mal von Revis Terrasse aus. Hallo Bürgermeister, Sie sind dazu eingeladen, Earlytown zu erforschen. Viel Spaß. Guck jetzt mal auf deine Burg. Oh, geil! Geilo, wie geil ist das denn? Kevin! Das ist so unglaublich geil! Ja. Ey, hör auf, mich runterzuhauen. Levi, mein Dias! Das kann ich mir da! Da wird sich Revi freuen, wenn er das sieht. Klim, klim, klim. Klimmi, mein DS. Oh, und Kraftattack. Wow. Moment, da muss ich ein Screenshot von machen. Nein. Das war... Creeper. Und ich mach noch was Gutes hier. Scheiße, der hat bei Revi was weggesprengt bestimmt, ne? Die Glasfront ein bisschen. Und du brauchst so... 6 Quarz brauchst du. Okay. Ja, 6 Quarzblöcke. Nee. Ja gut, die habe ich. Aua! Welche auf Lager. Aua! Was denn? Krieg ich jetzt das Alter, Stoffier, die kleinen Zombie. Die kleinen Missgeburten. Was ist da los, Irmi? Diese scheiß Kanackenkinders hier. Alter. Oh, das glaube ich ein bisschen mehr als nur ein bisschen die Glasfront. Ja. Klimi, komm auf, komm hierher, komm auf den Server und komm zu meinem Haus. Nee, komm zu Revi seinem Haus. Ich repariere das schnell. Was ist denn los? Komm zu Revi seiner Bude, komm einfach her! Oh. Es ist so unglaublich geil! Liebe Kevin! Was denn, Alter? Ich nehme gerade übrigens auf, BTW. So, komm her jetzt! So. Hallo Leute, willkommen. Ich bin zum ersten Mal in diesem Internet. Günther! Ich hab grad Zander getrollt, ja? Ja. Jetzt komm her hier, komm zu Revi! Entspann dich, Bro. Wieso hast du denn Zander getrollt? Weil er mich getrollt hat. Was hab ich ihn zurückgetrollt. Was hat er denn gemacht Klimmi! Bei dir? Ich hab circa. Nee, das müsst ihr Klimmi! In einer Folge erfahren. Ja, du übersteuerst so, ne? Du übersteuerst! Nein, du übersteuerst richtig! Nein, du übersteuerst viel mehr als ich! Klimmi! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Eigentlich habe ich so gar keine Zeit. Mega, komm her jetzt! Du musst auch nur eine Minute da sein, dann kannst du nicht meinetwegen auch wieder verpielen oder mir da egal, du musst uns sehen. Kann ich auch nur 20 Sekunden da sein? Nein, wo bist du denn?
Ich bin doch gerade schon unterwegs, entspannen. Erstmal deine Crank Base so. Guck nicht nach links, lauf weiter geradeaus unten durchs Wasser. Ach, ich hab dein Haus doch schon gesehen, dein Welches neues. Welches Haus? Das neue Haus von dir, die Burg. Ach, du bist doch langweilig. Von wem ist sie? Ist sie von dir oder ist sie? Ist die hat Kevin gebaut! Das ist so hilarious. Ich hab das in meiner Folge richtig abgefeiert. Die sind richtig cool. Wir haben ja heute Morgen schon aufgenommen, 3 Folgen mit Revi, Krotpilz und Dalo und Kevin. Mm. Und ich bin heute Morgen, guck mal meine Tode an. Alter. Ich hatte, glaube ich, 54 heute Morgen, als ich angefangen habe. Alter. Deswegen damit an, dass Revi mich getötet hat, dann nochmal getötet hat, Dalo meine Sachen eingesammelt hat, ich dann Dalo getötet hat. Warte, und dann alle meine Sachen. Darf ich ganz kurz fragen, ob ich auf den Server kommen soll, um deinen Town zu sehen? Ja. Ich hab die doch schon gesehen. Das weiß ich ja nicht. Du übersteigst immer noch. So, und dann waren unter meiner Plattform sind dann die Sachen gewesen, weil Dalo durch Fallschaden gestorben ist. Und dann habe ich versucht, die wiederzuholen. Und das Problem war, da waren 1000 Skelette, 1000 Zombies und alle andere. Und ich bin die ganze Zeit verreckt. Dann ist ein Creeper gekommen. Es explodiert und war alles weg. Das heißt, ich habe eigentlich von null wieder angefangen. Hallo, leck mich. Boah, ist das cool, Kevin. Das ist so unglaublich geil. Ja, warte, ich muss aber jetzt hier erstmal reparieren, weil sonst rast Revi aus, wenn er wiederkommt. Nee, sag, ich habe das vor Freude in die Luft gesprengt. Was macht das Schaf da oben eigentlich? Da wird der, glaube ich, vor Freude was anderes denn in die Luft. Ich hab nicht gelogen, ich hab halt wirklich. Oh Gott, Kevin, Alter! Was denn? Du fliegst vor Freude was anderes in die Luft, ja, hui! Ja, da wird der Early Boy seine Burg voller Freude sprengen. Hä, ich finde die gut. Also, auf jeden Fall kann Early nicht besser bauen. Also, ich finde ja. Hallo, was ist das denn? Ich flieg vom Sie das vom Server! Also, ich finde ja. Ich bin ja weg, ich sag mal tschüss, tschüss! Tschüss! Jo, tschüss! Und viel Spaß noch. Und wirklich coole Aktion. Das nein, mein Headset ist alle, ich höre nichts mehr. Hallo? Hallo? Warte, mein Headset schnell anschließen, bevor das wieder leer ist. Ah. Moment, kann das vielleicht daran liegen? Moment, ist mein Headset wieder aus? Nee, das ist Zufall. So. Oh. Boah, jetzt ist er schon mal zum größten Teil wieder heile. Ja. Und ich schlimm, Early Boy, weil ich hier gerade eher am Reparieren bin. Ich habe gerade aus Versehen das Schaf gehittet. Ich hab dem Schaf Schaden. Was macht das Schaf da oben, Kevin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wer das da oben hingetan hat. Auf jeden Fall habe ich es gerade aus Versehen getroffen. Das ist so cool! Also ich finde ja, ne? Meine Aufgabe für die Woche ist erfüllt. Mr. Bürgermeister. Welche Folge, also welche Aufgabe? Ja, dass ich da alles bebauen soll. Ja. Oder wird sich so abfacken, ne? Meinst du? Kevin, mach mal einen Aufnahmetermin klar. Mit Revi? Ja. Ich will wissen, wie er auf meine Burg reagiert. Da muss ich mit ihm abklären. Da muss ich ihm nachher mal schreiben. Schreib ihm das. Schreib ihm, wir müssen zusammen aufnehmen. Er muss was erkunden. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Wir wollen seine Reaktion wissen dazu. Boah, das ist geil, du. Das ist geil. Aber Leute, ne? Ich habe jetzt auch eine Aufnahme. Eigentlich war das mega spontan, dass Kevin mir angeschrieben hat. Und ich gesagt, okay, komm, schmeiß Aufnahme an. Kann nur cool werden. Machen wir. Und Leute, ihr seht. Ich hasse Kevin nicht und er hasst mich auch nicht. Vielleicht hasst er mich, vielleicht hat er das gebaut, uns gleich in die Luft zu sprengen, wer weiß es. Aber ich hasse Kevin nicht, ich liebe ihn gerade, ich lecke ihn gerade die Füße, ich habe eine Fortune 2 Pickaxe. Und den finde ich super toll und wir sind alle glücklich, wir haben uns alle lieb, denn das Ganze ist ein Spiel, das Ganze ist ein Projekt und dieses Projekt macht super viel Spaß und es macht super viel Spaß, sich gegenseitig zu trollen, die Sachen da mal zu zerstören und dann wieder aufzubauen und warum klingelt das um diese Uhrzeit an der Tür? Egal, Leute, ich muss an die Tür hauen da rein. Gebt euch schon oben, wenn euch Early Town auch gefällt, kauft bei Kevin vorbei, das ist in der Beschreibung. Bis dann, tschüss. Tschüss.